Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werfe heute wieder einen Blick in die Karten für dich. Ich werde jetzt auch direkt durchmischen, damit wir dann auch gleich losstarten können. So, dann wollen wir mal. Wir fangen an mit dem Ritter der Kelche. Der Fünf der Stäbe. Und dem Pagen der Kelche. Was ich sehe, ist, dass du mit jemandem im Zwist bist, der eigentlich wirklich toll ist, attraktiv ist. Ein Ritter der Kelche. Irgendwo hat er auch einen Pagen der Kelche. Was ich sage, ist, dass irgendwie doch was zwischen euch steht. Das heißt, was mir hier auffällt, ist jemand, der sehr charmant ist, also der weiß, wie er Worte einsetzen muss und wie er sich verhalten muss vom Gehabe her, um das von dir zu bekommen, was er bekommen möchte. Also du bist jemand, der nicht so leicht zu kriegen ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht leicht zu verführen, aber das ist eine Person, die dich schwach macht, muss man wirklich sagen. Und ich verstehe es, weil natürlich, das ist wirklich jemand, der ist doch was Besonderes. Das ist nicht irgendjemand. Das ist nicht irgendein Typ von nebenan oder die nette Nachbarin von nebenan oder der nette Nachbar von nebenan. Nein, das ist doch schon wer, der was hat, einfach was hat. Und was ich hier aber am Charakter sehe, was ein Problem ist, ist, dass da auch ein bisschen Eitelkeit da ist. Natürlich, wir haben einen Ritter der Kelche, der hat Kelche, der ist schön, aber du siehst auch das Pferd, die Rüstung, der Helm, den er da hat, den trägt er nicht, weil er so handlich ist. Ein Helm mit so einem, oder es sind zwei Flügel, wenn man genau schaut, mit diesen Flügeln am Kopf, der ist nicht wirklich handlich und der hat eigentlich keinen Vorteil, im Gegenteil. Den trägt man, weil er gut aussieht. Den trägt man, um Eindruck zu schinden. Weil stell dir jetzt mal vor, ein Ritter kommt auf dich zugeritten und der sieht so aus, der macht Eindruck. Wenn der jetzt diese Flügel nicht am Kopf trägt und vielleicht nur ein Kettenhemd, weniger Prunk, macht er schon gar nicht mehr so viel Eindruck. Muss man einfach sagen. Das heißt, ich sehe hier doch irgendwo ein bisschen versteckt unter der Oberfläche Eitelkeit. Und diese Eitelkeit ist das Ergebnis von einer sensiblen Seite. Königin der Münzen auch. Da haben wir einfach dieses, dass wenn jemand gefühlvoll ist, dass der oft, auch wenn er es nicht wirklich zugeben möchte, irgendwo eine sensible Seite auch hat. Die ist da. Dann haben wir hier die Königin der Münzen. Du hattest gedacht, dass du wirklich deinen Schatz gefunden hast, sage ich mal. Ich sage es mal so. Wirklich die Person gefunden hast, wo du sagst, der mag mich, wie ich bin und dem kann ich auch vertrauen. Nur es hat sich einfach herausgestellt, dass auch er dich
verletzen kann. Obwohl du es eigentlich nie wirklich erwartet hast. Und der hat dich verletzt. Das muss man leider sagen. Deswegen haben wir auch die fünfte Stäbe. Deswegen sind die Probleme zwischen euch da. Wir haben hier die neun der Stäbe, drei der Stäbe und den Mond. Aber eins kann ich dir sagen. Das tut ihm leid. Ich sehe hier wirklich ein schlechtes Gewissen. Und der ist nicht der Typ Mensch, der das zeigt. Der redet auch mit niemand darüber. Das ist jetzt nicht der Typ Mann, der jetzt zu seinem besten Freund geht oder irgend sowas und alles ausdiskutiert und beredet, sondern der frisst das in sich hinein. Der will sich das nicht ganz eingestehen, dass er der war, der einen Fehler gemacht hat. Und eins weiß er auch, das ist was, was ihr eigentlich beide wisst. Ihr könnt euch nicht einfach vergessen. Man findet nicht oft jemanden, der so zu einem passt, wie ihr beide euch gegenseitig. Wir haben hier den Mond. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr miteinander in Kontakt tretet. Ich sehe hier wirklich, dass eine Kommunikation, eine nahe Kommunikation, das bedeutet in nächster Zeit, sehr, sehr wichtig ist. Ist wirklich was, wo ich sage, wenn der einmal mit dir wieder ins Reden kommt, nur ihr beide, ganz offen und ehrlich, und er sich lockert, weil ich sehe, dass er ein bisschen verkrampft ist. Es ist ihm unangenehm, weil er doch dieses schlechte Gewissen irgendwo hat und er ist es nicht gewohnt, jemand zu sein, der ein schlechtes Gewissen hat, dem was leid tut. Das möchte er gar nicht. Er möchte dieses Gefühl gar nicht haben. Aber was soll man sagen? Er hat es trotzdem. Er hat dieses Gefühl trotzdem. Was wir aber haben, ist, dass wenn ihr beide miteinander sprecht, dass einfach so viel vom Tisch kommen kann. Es gibt einfach viele Dinge zwischen euch, die geklärt werden können. Und es wäre schade drum, wenn ihr das einfach alles wegwerft. Wegen was eigentlich? Klar, sein Verhalten war abwertend. Das Gegenteil von Wertschätzung. Er weiß es. Innen drin weiß es. Und wenn ihr beide über alles redet, wirst du auch sehen, er wird in der Emotion, wenn das Herz nach vorn dringt, wenn mal nicht der Kopf da ist, wenn er wirklich mit dir redet, wenn ihr euch beide in die Augen schaut, weil ihr müsst reden und ich rede nicht von Telefonieren oder WhatsApp. Sicher, ihr könnt so das Treffen ausmachen, aber ihr müsst euch treffen. Das ist für euch ganz wichtig. Wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, musst du mit dieser Person ein Treffen haben. Weil nur wenn ihr euch in die Augen schaut, weil ich sehe, dass wenn ihr beide euch in die Augen seht und diesen Blickkontakt aufbaut, dass da diese Verbindung wirklich steht. Da kann er gar nicht anders, als sein Herz nach vorne zu lassen. Sein Herz muss rauskommen und dann wird er diese Entschuldigung auch äußern. Er wird sie wirklich aussprechen. Und nachher wieder sich denken, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Es war ja gar nicht so schwer, aber ich glaube, ich hätte das nie gemacht. Aber im Insgeheimen bin ich froh drüber. Klar, ich bin immer noch ein Ritter, ich bin immer noch ein eitler Ritter, ich bin jetzt
Knappe oder sowas in die Richtung. Ich weiß schon, dass ich ein Pferd habe, dass ich ein jemand bin, aber ich bin froh, dass ich jetzt einfach mal der Person, weil wenn ich wem mal eine Entschuldigung gebe, dann ist das die, die ich liebe. Und es ist richtig so. Es ist keine Schande, sich einen Fehler einzugestehen, gerade bei so jemanden wie dir auf der Beziehungsebene, wo ihr euch gefunden habt, wo ihr euch gegenseitig geschickt wurdet. Man kann das nicht einfach wegwerfen, wenn das Schicksal euch schon einander zusammenbringt, was nicht selbstverständlich ist, dann darf man dieses Geschenk nicht wegwerfen. Sechster Kelche, acht der Schwerter, und die vier der Münzen. Du hast irgendwie einen Blick drauf, der nicht wirklich zielführend ist. Du musst einfach lockerer werden. Glaub mir, ich verstehe deine Situation. Ich verstehe, dass der Schmerz einfach viel ist, dass es dich einfach unglücklich macht. Dass du dir sagst, am besten wäre es, wir hätten uns nie kennengelernt, vielleicht. Ja, vielleicht wäre es am besten einfach gewesen, das wäre alles nicht passiert. Weil, klar, Liebe, ein Mensch, den man sowas von mag, das kann schön sein. Es kann schön sein. Es gibt die Liebe noch. Glaub mir. Es gibt sie. Auch wenn ich immer in den Kommentaren lese, ja, gibt es die überhaupt noch? Es gibt sie. Es gibt Leute, die sie ausleben. Es gibt Leute, die glücklich sind. Und es gibt Leute, die es schwer haben. Aber hier ist es einfach wichtig, nicht verkrampft daran festzuhalten. Das ist leichter gesagt als getan. Das kann man leicht sagen, wenn man einfach nur sieht und erzählt, was man sieht. Aber bitte, hier, lass die Münzen los. Lass sie los. Gib ihn weg. Löse jeden Zwang. Und lass es passieren. Je lockerer du an die Sache rangehst, desto mehr wirst du erreichen. Klar ist es schwer. Klar fühlt es sich falsch an. Aber es ist das Beste für dich. Und es wird auch nicht lange notwendig sein. Nur bis zu dem Punkt, wo ihr dieses Gespräch habt, von dem ich vorher gesprochen habe, wo ihr euch in die Augen seht. Denk daran, wenn ihr euch in die Augen seht, wird das immer einer dieser Momente sein. Und ich meine tief in die Augen schauen, nicht dieses, wenn du jetzt irgendwen anschaust bei der Arbeit oder mit dem du irgendwo redest, ja, man schaut sich kurz an, dann schaut man woanders hin, wenn man nicht möchte, dass es unangenehm wird. Nein, hier ist es vollkommen okay, sich in die Augen zu schauen. Das ist auch das Richtige. Dadurch öffnet ihr beide einfach einen besonderen Kanal. Du verstehst sicher, was ich meine. Du verstehst es, du weißt, was ich meine. Du kennst das Gefühl. Es gibt Menschen, denen schaust du in die Augen und ja, du siehst gar nichts. Die Augen sind ja das Fenster zur Seele. Und manchmal passt es einfach nicht. Manchmal hast du mit Menschen
keine Verbindung. Es muss auch immer eine Verbindung da sein. Wenn du jetzt dem Schaffner in die Augen schaust, wird da höchstwahrscheinlich nicht sein. Auch, und wenn ihr euch 3 Stunden in die Augen schaut, wirst du auch nicht sehen. Es ist nur irgendwer. Oder irgendwer, mit dem du was zu tun hast, den du eigentlich gar nicht magst, wird nicht viel da sein. Ja, vielleicht sogar negative Empfindungen. Aber es gibt Menschen, wenn du denen in die Augen schaust, dann ist ein Kanal da. Und da gehen wir wirklich schon in eine Ebene, in eine spirituelle Ebene. Auch wenn viele Menschen nicht an Spirituelles glauben, weil sie natürlich sagen, gut, was ich nicht sehe, an das glaube ich nicht. Sie denken, dass sie modern sind, wenn sie das sagen. Aber wer so denkt, der lebt in der Steinzeit. Weil dann darfst du dein Handy auch nicht benutzen. Du siehst ja nicht, wie die Verbindung zustande kommt. Es ist ja auch alles Strahlung. Das sind jetzt keine guten Energien, muss man auch sagen, aber du siehst es auch nicht. Also man kann nicht alles auf diese Art wahrnehmen. Man muss Dinge auch anders wahrnehmen. Man muss über den Tellerrand hinausblicken. Legen wir jetzt noch auf euch beide abschließend 3 Karten, würde ich sagen. Und schauen wir uns an, was ich dir da noch sagen kann. Wenn dir meine Legungen übrigens gefallen, kannst du auch gerne die Benachrichtigungsglocke unter dem Video aktivieren. Dann verpasst du keine weitere Legung mehr von mir. Interessant, wir haben die 2 der Schwerter, wir haben das Ass der Kelche und wir haben den Magier. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass auch wenn die Lage manchmal aussichtslos erscheint oder man ungeduldig wird, du mit Ungeduld an die Sache herangehst, du selbst das Werkzeug und die Macht hast in dich und auf dein Gefühl und auf dein Herz zu vertrauen. Es wird dir den rechten Weg weisen. Und dann, wenn du an dem Punkt bist, wo du fast schon denkst, dass es an der Zeit ist, alles hinzuwerfen, aufzugeben, aber trotzdem weitergehst, siehst du das Licht am Ende des Tunnels. Und das Licht ist nicht der Ausgang in die Natur, in die Freiheit. Nein, das Licht in diesem Fall ist der Kelch, der goldene Kelch, der glänzt und strahlt. Das war die heutige Legung. Mich hat es sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.